Und damit ein herzlich willkommen zu meinem Let's Play Subnautica. So, heute machen wir die zweite Erkundungstour zur Aurora. Ich bin schon mal auf der Rückseite. Was ein bisschen blöd ist, es wird gerade Nacht. Mal da in so ein... Nein, können wir nicht. Ich kann sagen, in so ein Triebwerk reinfliegen, aber das scheint nicht zu funktionieren. Hier rumpelt schon wieder alles. Was ich mir unbedingt mal machen sollte, ist eine ganz normale Taschenlampe. Doch eine Batterie drin, ja. Weil hier hat das so rein gar keinen Effekt, dass ich hier Licht drauf mache. Okay. Welcome aboard, Captain. Danke. Das heißt, hier soll ich wahrscheinlich... Nein. Was ist denn jetzt hier los? Sag jetzt nicht, die hat sich hier festgepackt. Doch. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme hier nicht weg. Das gibt's doch nicht. Die hängt hier fest. Ach nee. Haben wir ein Problem. Das heißt wohl, wir haben gerade unsere Seemotte verloren. Sehr schön. Dann laufe ich nachher nochmal her. Vielleicht rüttelt sie sich ja irgendwie frei, aber irgendwie schaut das gerade nicht danach aus. Müssen wir uns eine neue Seemotte bauen? Ach nee. Das muss ja jetzt absolut nicht sein. Erkunden wir erstmal so weiter. Ich sehe halt leider gerade auch nahezu überhaupt nichts. Einfach nur alles schwarz. Ist hier irgendwo einen Grund? Nee. Also ich glaube, auf die Seite soll man gar nicht. Irgendwie schaut das ein bisschen sehr merkwürdig hier aus. So, hier haben wir wieder Welt. Ist das hier sehr tief? Wow! Was auch immer das war, ich möchte da nicht sein. Nein, 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 nein.
Es sah sehr groß aus. Ich hoffe, das Ding ist da nicht schneller als ich. Aber ich würde schon gern wissen, was das ist. Ist das hier? Nee. Es ist gerade auch irgendwo in der Wand darum gebackt. Das Ding. Hier liegen überall ein paar Stücken. Ah, ganz viele solche Fische. Hier ist ja alles an Raubfischen, was es nur gibt. Was haben wir hier für Stein? Sandstein. Warum soll ich das zerbrechen? Scannen? Hab ich doch schon. Ist das besondere Sandstein? Nee, Silber. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber naja. Also entweder war das ein Bug, was da in der Wand rumgeglitscht ist, oder das war irgendein neues Vieh. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ich bin ja schon Luft holen. Alles einfach nur dunkel. Ich tauche noch einmal hier runter. Gucken wir noch mal. Ah. 140 Meter. Meter. Hier liegen halt doch noch ein paar Trümmer von der Aurora rum. Vielleicht gibt es ja hier doch irgendwas. Meter. Es halt hier immer tiefer geht. Nee, also hier komme ich noch nicht weiter. Schnell nach oben. Und der Zähler ist nur noch orange. 30 seconds of oxygen remaining. Naja, ich bin schon unterwegs. Schneller bin ich nicht. Ich sehe die Wasseroberfläche. Das wird eng. 10 seconds of oxygen remaining. Uah. Mit dem letzten Schnaufen unseres Sauerstoffkanisters sind wir hier gelandet. Erstmal schnell wieder rüber zur Aurora. Oh, hier ist eine Landbank zusammengeschoben. Ist auch mal interessant. Puh, was auch immer da passiert ist. Kalkstein. Blei. Hier sind Vögel. Auch nicht schlecht. Die Geräusche passen zwar nicht ganz so dazu. Ich habe hier ein Geräusch, als würde ich auf Metall laufen. Das hier auch scannen oder was?
Hatte ich das nicht alles schon mal gescannt? Ich weiß es nicht. Die Vögel kann ich nicht scannen. Hier kam ein Stück Metall runtergefallen. Kalkstein. Wahoo! Wupp. Schaut aber dann nicht so aus, als würde es auf der Seite irgendwie einen Eingang geben. Überall ein paar Kieker. Da ist eine Kiste. Was haben wir? Eine Batterie. Hier ist noch eine Kiste. Und auch eine Batterie. Falsches Gerät. Gut, dass wir gerade welche gefunden haben. Ah, hier ist überall nichts weiter. Ah, hier kommen wir auch nicht rauf. Nein. Hat mich wieder so ein Blödmann angeknabbert. Hier ist auch nichts weiter. Tauch jetzt hier hinten nochmal nach unten. Mal schauen, hier so im Einschlagsgrade. Wow. Was zur Hölle bist du? Bist du friedlich? Oder bist du nicht friedlich? Nein, du bist nicht friedlich. Schnell weg. Ganz schnell weg. Das war wahrscheinlich so ein Vieh, was ich vorhin da unten gesehen hatte. Wow. Puh, nee, mit dir möchte ich nicht spielen. Ich glaube, von der Größe her könnte der sogar einfach mal so ein U-Boot zerlegen. Vielleicht kann der meine Seemotte da hinten rausziehen. Vielleicht hilft er mir ja. Kann man den zähmen? So, das hier sind diese ganzen Ruinen, wo wir jetzt schon die ganze Zeit rumgehüpft sind vorhin, glaube ich. Gucken wir nochmal in so eine Kiste rein, ob die leer sind. Ja. Genau, hier waren wir schon. So, jetzt die Frage, ist hier unten irgendwo was? Das schaut nicht so aus. Da hatten wir auch schon geguckt. Ich gehe jetzt nochmal hier direkt in die Tiefe. Hier ist auch nichts. Nö.
Dann mal hier wieder hoch. Mensch, da geht ja unsere Batterie leer wie sonst was. Das ist ja nicht mehr lustig. Den hat man auch schon. Da sollen sie auch mal offen bleiben, dass ich es weiß. Genau, und da ist der normale Eingang. Also wie das klang, soll ich doch da irgendwelche Daten vom Schiffscomputer irgendwo runterladen. Wo ist denn der? Ist der jetzt mit hier reingeschwommen? Nee, nee, nee. Na, hier unten gibt es auch keinen anderen Weg. Nein, das sehe ich auch nichts. Das waren die ganzen Generatoren. Jetzt ist nur die Frage, wo ist dieser Schiffscomputer? Da ist auch nichts. No Signal. Ja, das ist alles ein bisschen defekt hier. Und hier unten den Computer zu bedienen, macht wahrscheinlich auch keinen Sinn. Da steht wieder lang die No Knock Knocks Doc Docs. Ist auch nichts. Falls an der Stelle jemand eine Idee hat, einfach mal in den Kommentaren reinschreiben, bitte. Ich finde hier nichts. Gucken wir nochmal da nach oben. Vielleicht haben wir da irgendwo einen Weg verpasst, aber ich glaube auch schon mal eher weniger. So. Das Ding ist defekt. Da hinten geht es nicht weiter. Da hinten auch nicht. Hängt da ein Skelett? Nee. Ah. Wir hatten da ja ganz am Anfang mal einen Feuerlöscher. Vielleicht können wir da irgendwas löschen und dann uns durchschneiden. Wäre mal eine Möglichkeit zu testen. Ja, hier sehe ich nichts weiter. Schaut's aus wie ein Weg. Ich glaube, hier waren wir noch nicht, oder? Doch. Das ist der Weg, wo wir hier raufgelaufen sind. Genau. Sehr schön. Nee. Also beim besten Willen, ich finde hier keinen Weg mehr. Gut, dann mache ich an der Stelle hier erstmal Schluss. Ich versuche nochmal unsere Seemodde zu bekommen, auch wenn ich da wenig erfolgreiche Chancen sehe. Falls nicht, schwimme ich zurück zur Basis und wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu Hause wieder. Gegebenenfalls müssen wir uns dann dort eine neue Seemodde bauen. Wäre zwar sehr ärgerlich, aber... Entweder habe ich die da hinten irgendwie sehr blöd reinmanövriert oder das ist einfach ein Bug. Wir werden es wohl nie erfahren. Wenn es trotzdem gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Und nicht vergessen in den Kommentaren, wenn es in den Raumschiff in der Aurora noch irgendwas gibt, gerne mal reinschreiben, dass ich weiß, was ich hier noch mit dem Schiff machen kann.
An der Stelle danke ich fürs Zusehen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge Subnautica wieder. Macht's gut!